Die Grube Margareta am Talrand der tief eingeschnittenen Nette bei Trimps ist eines von den letzten Schieferbergwerken im Rheinland. Die spaltbaren Steinplatten, die man hier in einer Teufe von 220 Metern gewinnt und zutage fördert, werden im oberirdischen Betrieb zu Leien verarbeitet, wie man den handelsfertigen Dachschiefer nennt. Der mit der Seilfahrt in Wagenladungen heraufgeholte Rohschiefer kommt zunächst zu den Steinsägen. Die Sägeeinrichtung, die Mitte der 30er Jahre aufgestellt wurde, befindet sich unmittelbar neben dem Schachthaus und ist auch im Innern der Gebäude zugänglich. Früher musste man die bis zu 70 cm langen Rohschieferblöcke mit Handgeräten in kleinere Stücke zerteilen. Dabei nutzte man das Verfahren der Steinhauer beim sogenannten Köpfen. Auf der Schmalseite wurde mit der Spitzhaue quer zur Schieferung ein Kaft eingeschlagen, den man mit einer Handsäge vertiefte. Wenn man dann den Kaftkeil eintrieb, sprang der Stein in geradem Riss auseinander. Die Sägemaschine mit dem über Rollen geführten Einlauf ist wie eine Tischkreissäge konstruiert. Die aufgelegten Steine schieben sich gegen das schnell rotierende, mit Wasserspülung arbeitende Diamantsägeblatt, das wegen der Spritzer mit Tüchern zugehängt ist. Die durchgeschnittenen Stücke fallen nach dem Passieren der Säge auf ein Transportband, das sie in das Spalthaus befördert. Da sie quergeteilt werden, nennt man das Zersägen ebenfalls Köpfen. Im Spalthaus haben die Männer ihre Arbeitsplätze, die die geköpften und verkleinerten Schieferblöcke der Länge nach zerlegen oder aufspalten. Die Spalttische sind rechts und links neben dem Förderband aufgereiht. Wichtigste Einrichtung am Arbeitsplatz ist die aufrecht montierte Eisenplatte in der Mitte des Tisches, die als Stütze für die zum Spalten aufgestellten Steinblöcke dient. Auf der Oberkante können die Ränder der dünnen Spaltplatten gesäubert werden. Zur Arbeitsausrüstung gehören ein hölzerner Klöppel und das Spalteisen. Das Instrument zum Zerlegen der Platten in der Schieferung hat ein langes, messerähnliches, unten geschärftes Blatt. Im Querschnitt ist es flachlinsenförmig gestaltet, sodass sich an den Rändern ein keilähnlicher Abschluss ergibt. So kann man die vorbereiteten Schieferstücke bei der Feinbearbeitung, die sehr viel Erfahrung erfordert, in 4 bis 6 mm starke Leien zerteilen und an den Rändern säubern. Die Eisenplatte, die als Brücke bezeichnet wird, ist leicht nach links geneigt, sodass die gegengelehnten Spaltsteine einen festen Stand erreichen. Beim Behauen auf der Brückenkante wird schon der gebogene Rand angelegt, der später das schuppenartige Muster der Dachverschieferung bewirkt. Das Spalteisen endet oben mit einem Pin, der als Handgriff und Aufschlag erforderlich ist. Wenn die Abfälle weggeräumt sind, holt sich der Spalter vom Förderband neue Steinplatten, die er auf dem Arbeitstisch bereitlegt. Die geköpften Steinstücke haben die Größe, die für die gewünschten Dachschieferformate erforderlich sind. Von der Aufteilung der Rohplatten auf der Sägemaschine hängt es daher ab, wie viel Abfall sich beim Spalten ergibt. Der aus Hahnbuche angefertigte Klöppel ist an beiden Schlagköpfen mit einem Eisenband gebunden, die ein Aufreißen verhindern.
Die Spaltschläge müssen mit weichpressender Wirkung auftreffen, wenn die Schieferplatten in ihren natürlichen Schichtungen auseinanderplatzen sollen. Die geköpften Steine werden zunächst in mehrere Scheiben unterteilt, die der Spalter auf dem Tisch bereitlegt. Sie sind etwa einen Zentimeter dick und müssen im nachfolgenden Arbeitsgang auf die endgültige Stärke aufgetrennt werden. Die gespaltenen und behauenen Leien werden auf einem fahrbaren Gestell abgelegt, das neben dem Spalttisch bereitsteht. Der Abfall beim Spalten, der hier weggeräumt wird, kann bis zu 20% des Rohmaterials betragen, obwohl in der Schiefergrube nur die besten Platten ausgewählt und zur Weiterverarbeitung über Tage gefördert werden. Da das Ergebnis sowohl vom Können der Steinhauer unter Tage als auch von der Fertigkeit der Spalter hier oben abhängt, sind beide zu Produktionsgemeinschaften zusammengeschlossen, die in der Leihkaul Gedinge heißen. Ein Gedinge besteht in der Regel aus 3 Bergleuten und einem Spalter. Diese 4 Grubenarbeiter teilen sich in den Gedingelohn, der aus dem Gewicht der gespaltenen Schieferplatten errechnet wird, die man hier auf dem Gestell zur Waage fährt. Der Rohschiefer, der in den kastenförmigen Steinwagen aus dem Bergwerk über die Säge ins Spalthaus gelangt und die hier bereits von der Waage abtransportierten gespaltenen Leien, werden aus diesem Grund unter den jeweiligen Gedingenummern registriert. Der sogenannte Moselschiefer, zu dem auch die Produkte von Margarete auf dem Maifeld gehörten, wurde bis Ende des vorigen Jahrhunderts hauptsächlich als gespaltene, unbehauene Platten verkauft. Das Zurichten nach den Formaten der Deckungsart war bis dahin meist Sache der Laien oder Schieferdachdecker. Im Winter, wenn der Hausbau weitgehend ruhte, schlugen die Laiendecker aus dem Gebiet von Mayen bei den Schiefergruben vielfach solche Hütten auf, in denen sie sich vor dem Wetter geschützt den Vorrat an fertigen Dachplatten für das Sommerhalbjahr herstellten. Da von manchen Dachdeckern in den Großstädten schon damals verlegefertige Laien gefordert wurden, stellten einige Schieferbergwerke bald die ersten Zurichter ein, die zunächst ähnlich arbeiteten wie hier. Die Hütten lagen früher meist vor den Grubengebäuden neben dem Strang eines Feldbahngleises, sodass man den gespaltenen Schiefer auf den fahrbaren Gestellen ohne besondere Mühe beitransportieren konnte. Bei der neuzeitlichen rationalisierten Fertigung, wie sie sich durch die gesteigerte Bautätigkeit entwickelte, wurde die Zurichterei als neuer Betriebszweig in den Produktionsgang aufgenommen. Wie das Spalten war ursprünglich auch das Zurichten eine Arbeit, die man mit einfachen Handgeräten ausführte. Es sind dies der Haubock mit der Haubrücke und der Laienhammer, der einen flachen, scharfkantigen Eisenstiel und zugespitzte Schlagenden besitzt. Auf der schmalen Haubrücke werden die rohen Platten, deren Ränder noch die Form der geköpften Schieferstücke zeigen, rundum behauen, sodass sie an einer Seite bogenförmig, an der anderen, die mit den Nagellöchern versehen wird, winklig abschließen. Die fertig zugerichteten Laien einer Sorte, die man nach Größen auf verschiedene Stöße ablegt, werden aus freier Hand ohne Vorlage geformt. Dennoch müssen alle Dachplatten im Bogenverlauf und in den Winkeln an Kopf und Fuß bei der sogenannten altdeutschen Deckungsart, für die sie hier hergerichtet werden, genau übereinstimmen.
Beim Zurechthauen der Schieferplatten ergibt sich, wie beim Spalten, ein Abfallanteil, der nun nur noch 10% ausmacht. Bei der Bearbeitung über Tage sind dies insgesamt 30% des geförderten Steinmaterials, denen man die 60% Schutt hinzurechnen muss, die bei der Gewinnung der Rohblöcke im Bergwerk anfallen. Das schließlich verwendbare Endprodukt, die fertigen Leien, die hier zum Abtransport auf ein Pferdefuhrwerk geladen werden, machen im Schieferbergbau nicht mehr als ein Zehntel des bewegten Steinmaterials aus. Um den Abfall und damit den Verlust so gering wie möglich zu halten, kam es beim Zurichten darauf an, die verschieden großen Spaltplatten möglichst ganz auszunutzen. Die altdeutsche Deckung entspricht dieser Forderung besonders gut, da sich hierbei Dachplatten aller Größen verwenden lassen. In den einzelnen Quergebinden auf der Dachfläche müssen die Leien bei der altdeutschen Deckung zwar von gleicher Länge sein, dürfen in der Breite jedoch beliebig variieren, sodass selbst noch kleinere Plattenstücke verwertbar sind. Die großen Abfallblöcke auf dem Steinwagen, die für die Schutthalde bestimmt sind, kommen aus dem Schieferabbau unter Tage. Um den Grubenschutt am Abhang der Bergflanke verstürzen zu können, hat man eine Kippanlage hinausgebaut. Sie ist so eingerichtet, dass sie den Wagen beim Ausleeren festhalten kann. Obwohl der größte Teil des Abraums unter Tage zum Verbauen der ausgebeuteten Hohlräume benötigt wird, haben sich hier oben im Laufe der Jahrzehnte riesige Mengen angesammelt. Am Fuß der Schutthalde befinden sich die Gebäude einer 1925 stillgelegten Schiefergrube mit horizontalem Aufschluss, der mit einem leicht ansteigenden Stollen in den Berg vordringt. Beim älteren Bergbau ließ man das Grubenwasser einfach durch den Hauptgang abfließen. Im Schachtbau, auf der Höhe jenseits von Trims die 1971 geschlossene Grube Wilbert, war dies nicht mehr möglich. Einige Kilometer Nette aufwärts, am Rande des Stadtgebietes von Mayen, liegt die Grube Katzenberg, die wie Margareta als Schieferbergwerk in Betrieb ist. Beide Grubenanlagen gehören zur gleichen Firma, die durch den Einsatz neuzeitlicher Technik die heimische Schiefergewinnung zu halten sucht. Auf Katzenberg sind unter Tage seit 1982 die beiden modernsten Abbaumaschinen in Betrieb. Dies ist der elektropneumatisch angetriebene Sägewagen, der vorne mit einem weit ausladenden Arm ausgestattet ist, an dessen Ende das Sägeblatt sitzt. Im Schwenkbereich kann der Ausleger an mehreren Gelenkstellen von einem einzigen Bergmann in jede beliebige Position gefahren werden. Das diamantenbesetzte Sägeblatt läuft mit 875 Touren, hat einen Durchmesser von 1,20 Meter und schneidet 45 cm tief in den Schieferfels hinein. Wenn an der Abbaustelle in horizontaler Linie ein längerer Einschnitt ausgeführt ist, wird die Säge angehalten und seitlich aus dem Stein herausgefahren, damit man sie für die nächste Schnittreihe in eine neue Position bringen kann. Die Schnittbreite entspricht der Drahtsäge, die sich auf der Grube Margareta im Einsatz befindet. Wenn das kreisrunde Blatt der Säge ausgefahren ist, braucht man nur noch die Schalthebel zu betätigen, die den Arm der Maschine in Bewegung setzen. Der nächste Schnitt soll parallel zum unteren in einer Ebene angelegt werden, die ein Stück höher liegt. Wenn er fertiggestellt ist,
bringt man zwischen beiden die senkrechten Einschnitte an, die erforderlich sind, um den unten und oben freigesägten Felsstreifen in Blöcke zu teilen. Beim Lösen der ausgeschnittenen Schieferblöcke legt man alte Autoreifen auf die Grubensohle, um den Aufprall abzufangen. Hier ist der Kanonenwagen im Einsatz, wie ihn die Bergleute nennen. Mit dem allseitig bewegbaren Ausleger hat er eine ähnliche Konstruktion wie die Steinsäge. Am Ende des Armes ist hier ein schwerer Keil angebracht, der ebenfalls von einem Schaltpult aus betätigt wird. Indem man ihn hinten, wo der ringsum freigeschnittene Schiefer noch festsitzt, gegen den Felsen stoßen lässt, kann man die Blöcke einen nach dem anderen heraussprengen. Die Drahtsäge auf der Nachbargrube, mit der man zum Aufschluss eines Abbaus 3 Monate benötigt, soll in Kürze von solchen Gewinnungsmaschinen ersetzt werden. Dann wird man auch dort, statt der Steinhauer in der Produktion, hauptsächlich Maschinisten gebrauchen, wie hier auf dem Katzenberg. Hier liegen die Betriebsgebäude zur Weiterverarbeitung der zutage geförderten Rohschieferplatten nicht bei der Schachtanlage, sondern einige hundert Meter weit hinter dem Maschinenhaus. Die vollgeladenen Steinwagen müssen bis dorthin gefahren werden. Auch über Tage entsprechen die Einrichtungen der Grube Katzenberg dem neuesten technischen Stand. Sämtliche Werkplätze liegen in einer langgestreckten, mehrfach gegliederten Halle hintereinander aufgereiht, wie sich dies in der Bearbeitungsfolge nach dem Fließbandprinzip ergibt. Die große Freifläche davor dient als Lager für die sogenannten Paletten mit dem versandfertig verpackten Schieferplatten. Am Beginn des Hallentraktes sind die Steinsägen in einer ersten Abteilung untergebracht, in die nun die Wagen eingeschoben werden. Die Schieferplatten, die in der Grube aus den großen Blöcken gewonnen wurden, kann man im Sägehaus mit Hilfe eines Aufzuges auf die automatische Vorschubbahn heben. Mit dem Transportband werden die Steine in der Geschwindigkeit des Sägenschnittes vorwärts geschoben und gegen das in senkrechter Ebene rotierende Sägeblatt gedrückt. Das Wasser, das man zur Kühlung in größeren Mengen benötigt, kommt hier, wie auch auf Margareta, aus dem Sumpf, wie man das unterirdische Becken nennt, in dem sich das Grubenwasser sammelt. Es wird mit Pumpen zutage gefördert und fließt von den Steinsägen in einem verdeckten Kanal ins Tal hinab in den Nettebach. Sobald ein Stein weit genug vorgelaufen ist, schiebt man hinten den nächsten nach. Die Schieferplatten, die beim ersten Querteilen oder Köpfen noch nicht in Stücke mit dem richtigen Format zum Aufspalten zerlegt sind, kommen zurück und werden erneut zum Sägedurchgang aufgelegt. Man erkennt sie an ihrer nassen Oberfläche. Wenn die Steinstücke schließlich durch eine Öffnung in der Querwand auf das Transportband der nächsten Abteilung rutschen, sind sie fertig zum Spalten. Dieses Band läuft mitten durch das Spalthaus, so dass es von den Arbeitsplätzen auf beiden Seiten daneben unmittelbar zugänglich ist. Die Spalter sind hier mit Pressluftwerkzeugen ausgerüstet und benötigen keinen Klöppel zum Schlagen.
Das maschinelle Spalteisen hat dieselbe Form wie das früher verwendete Handgerät. Und man kann mit ihm die Steine in gleicher Weise nach der Schieferung in dünne Laien aufblättern. Auf dem Spalttisch gibt es ebenfalls die aufrechte Eisenplatte. Auf das alte Spalteisen greift man zurück, um an der Oberkante entlang die vorstehenden Ecken abzuhauen. Auch im modernen Betrieb auf dem Katzenberg sind die Spalter den einzelnen Gedingen zugeteilt. Sie verarbeiten lediglich die Schieferstücke, die von den Kollegen in der Grube gewonnen wurden und sorgen für möglichst geringen Abfall beim Spalten. Wenn eine Partie durchgelaufen ist, werden die gespalteten Rohplatten auf der fahrbaren Ablage zur Waage gebracht. Was für Nummer, Rinder? Eins, gut. Der Wiegemeister registriert das Gewicht unter der Gedingenummer in seinem Anschreibebuch. Die Eintragungen bilden die Grundlage zur Ermittlung des Gedingelohns. In der Berghalle schließt die Zurichterei unmittelbar an das Spalthaus an. Da die Rohplatten nach Größen sortiert zu den verschiedenen Arbeitsplätzen gebracht werden müssen, hat man hier kein Transportband montiert. Vorne an sind die Zurichtmaschinen zur Fertigstellung von Dachplatten für die altdeutsche Deckung aufgestellt. Die Laien müssen auch hier aus freier Hand über eine Art Haubrücke geführt werden, doch das von einem Gehäuse umschlossene Hauinstrument arbeitet maschinell. Ebenso die Stanzen für die Nagellöcher. Als Hammer fungiert eine sternförmige Scheibe aus Edelstahl, die 1963 auf der Grube Katzenberg entwickelt wurde und die bei hoher Umdrehungsgeschwindigkeit wie ein Messer wirkt. Die Umhüllung, die den Zurichter vor Verletzungen schützt, dient gleichzeitig zum Absaugen des Staubes. Hinter den Arbeitsplätzen sind die Verladepaletten aufgestellt, in die man den fertigen Dachschiefer gleich von der Maschine einbringen kann. Damit die Platten beim Transport keinen Schaden nehmen, werden sie mit Zwischenlagen aus Stroh in Reihen dicht über und nebeneinander verpackt. Auch mit der neuzeitlichen Einrichtung setzt das Behauen der Laien für Dächer in altdeutscher Deckungsart große Fertigkeit voraus. Bei den vielfältigen möglichen Größen kommt es vor allem darauf an, die Grundabmessungen genau zu treffen. Die beim Zurichten zerbrochenen Steine werden zum Abfall geworfen. Wegen der Sortierung nach verschiedenen Maßen sind in diesem Bereich mehrere Maschinen zur freihändigen Bearbeitung aufgestellt. In der nächsten Abteilung befindet sich die Schablonenzurichterei zur Fertigstellung von Dachplatten in genormten Abmessungen. Als Schlaginstrument nutzt man ebenfalls die rotierende Sternscheibe. Der Schiefer wird jedoch auf eine Schablone gedrückt. Hier die Form für ein regelmäßiges Schuppenmuster. Wenn man die Metallunterlage an der Leiste entlang führt, die sich unmittelbar neben dem Schlagwerk befindet, fällt eine Dachplatte genau wie die andere aus. Die vorgefertigten Schablonenteller braucht man bei der Wahl eines anderen Musters nur auszuwechseln. In einem Seitenraum der Werkhalle werden rechteckige Dachplatten hergerichtet, die man neuerdings bevorzugt in der modernen Architektur verwendet.
Auch hierbei sind einheitliche Abmessungen gefragt. Mit der pneumatischen Rechteckschere kann man sowohl die Ecken stutzen, wie auch die geraden Kanten der Schieferplatten beschneiden. Mit den verschiedenen geometrischen Formvorlagen sind in der Zurichterei der Grube Katzenberg ungefähr 250 Dachschiefermuster und Musterplatten für Wandverkleidungen in Gebrauch. In Blech ausgeschnitten werden alle bereitgehalten, damit sie bei Kundenaufträgen schnell bei der Hand sind. Die meisten Muster oder Schablonen wurden von außerrheinischen Landschaften mit alten Schiefertraditionen übernommen. Die Rechteckdeckung zum Beispiel stammt aus England. Und die abgerundeten Rechteckplatten, die ein Lehrjunge hier vom Muster auf den Stein überträgt, waren ursprünglich in Frankreich sehr beliebt. Mit der Handschere, die ähnlich arbeitet wie die Blechscheren, lassen sich die schuppenartigen Rundungen der Schieferplatten mühelos schneiden. Ähnliche Instrumente waren früher auch bei vielen Laiendeckern in Gebrauch. Wegen des Mangels an Fachleuten, aber auch weil sämtliche Schieferplattenmuster heute rationeller in dem Mayener Grubenbetrieb hergestellt werden können, bestellen die meisten Dachdecker hier ihren verlegefertigen Bedarf. Die Schieferschneiderei, die an eine der frühesten Rationalisierungsstufen erinnert, ist wegen der Importe aus Spanien, die meistens als Rechteckformate geliefert werden, verstärkt in Gebrauch. Da die eigene Produktion aus den beiden Schiefergruben Margareta und Katzenberg bei weitem nicht ausreicht, müssen Dachplatten in größeren Mengen von der Iberischen Halbinsel bezogen werden. In seiner Qualität und Farbe kommt das Material aus Spanien dem Moselschiefer vom Maifeld in etwa gleich. Zur Darstellung der Vielgestaltigkeit bei Verwendung von Schiefer wurde die Werkhalle in verschiedenen Mustern bekleidet. Das erste Feld zeigt die altdeutsche Deckung mit scharfem Hieb und das zweite eine links angelegte Schuppenschablone in 20er-Platten. Dann folgt ein Schuppenmuster in Rechtsdeckung, das von einer ähnlichen Bekleidung abgelöst wird, deren Schichten in abwechselnden Richtungen verlaufen. Diese Wandverschieferungen sind nicht nur Musterschau, sondern dienen auch der Ausbildung von Dachdeckerlehrlingen. Das trifft vor allem für das Modell des altdeutschen Gaubendachs zu, das in fliehenden Schichten, das heißt von den Wangen nach außen eingedeckt ist. Die Schieferornamente im Giebel der Werkhalle sind Zeichen für eine Tradition, die auf dem Maifeld bei allem technischen Fortschritt im Laiendeckerhandwerk und in den beiden Leihkaulen lebendig ist.